Ja, so. Ich hoffe, die Haber sitzt gut. Bist du adjustiert? Ja. Alles klar. Gut. Geißstein, gell? Wirklich mit Stein, das ist ja unglaublich. Und mit Geißen auch. Das ist auch Steingeiß. Also. Bergfrei. Ja, da furchtlos aber anders machen, für den stellt das natürlich kein Hindernis dar. Ich glaube, wir können uns bei weitem nicht beklagen. Hallo und Grüße aus Furt an der Triesting, ich bin Flatterby und heute geht's auf den Geißberg, so Gott will, bei hochwinterlichen Bedingungen. Und ich habe einen neuen Wandergefährten mit, nämlich den Peter von Ich am Weg wandern mit Peter. Ja, Ich am Weg klingt gut, wir am Weg in dem Fall. So schaut's aus. Wir machen uns also auf und nehmen euch einfach mit, denn da ist ordentlich kalt und zugig. Ja, viel Spaß dabei. Es gibt was her, gell? Traumhaft. Ja, da haben wir zuerst mal richtig schönen Blick. Und jetzt ist klar, warum das Ding Geißstein heißt, oder? Nein, die Geißen vielleicht noch nicht, aber den Stein zumindest einmal. Aber dieses Gebiet soll auch bekannt sein für sein Tiergehege, das hier um den Geißstein aufzufinden ist. Na, das ist ein richtiger Stein, oder? Wer hätte es gedacht? Das schaut richtig alpin aus, hä? Ja, wer hier zu Tode ermattet auf das Bankerl niedersinkt, der hat zumindest derzeit eine prächtige Winterlandschaft. Da hinter uns, gell, aufweisend schaut er aus. Das ist einfach nur herrlich und kann wirklich jedem nur empfehlen, auch im Winter, so wie jetzt hier, das mal zu erleben. Ja, vor lauter Euphorie mit den Markierungen darf man sich jetzt nicht ablenken lassen. Dort geht es jetzt zwar nach links hinunter, aber das wäre der Weg, der weiter hinaufführt in Richtung des Kinex. Wir wollen aber auf den Geißstein und damit geht es da für uns auf dem Forstweg entlang noch weiter. Alsbald ist ein schöner Sattel erreicht, der jetzt den Geißberg vom restlichen Kamm, nämlich vom Geißruck, trennt. Und da geht es jetzt für uns dann da vorne in den Wald hinein. Musik.
ein Steinmann weist uns da den richtigen Weg. Nämlich auf steilem Pfad bergan. Jetzt wird schon ordentlich rutschig, gell? Das kann man fast schon über Grödel nachdenken, aber ich glaube, es geht noch ohne. Ja, eine wahre Zauberwelt aus Schnee und Eis erwartet uns da. Und? Schaut da oben Geißen. Man sieht's, ich hoffe, auf der Kamera auch. Lassen Sie uns stören, richtig alpin ist da fast schon, gell? Versicherungen gibt's keine. Aufpassen dürfen wir trotzdem. Ja, die letzten Meter, wir kennen wirklich noch mal alles. Und dann werden wir schauen, was die Aussicht gegen Norden denn so kann. He? Ausrutschgefahr, ganz real. Und deswegen aufpassen. Auf der anderen Seite geht es da ordentlich bergab. Woohoo! Bergfrei. Schneeberg, dann hast du genau hinterm Baum. Hast jetzt Rax rausragen. Nicht? Dann ist das da drüben Schneealpe. Ja, da drüben sieht man das Hocheck. Schau. Mit der Warte oben geht erkennbar. Da haben wir einen Schöpfel zum Sägen, schau, Observatorium auf dem einen Berg und dann der Höhenzug. Das wir heute schon geschenkt bekommen, sind wir schon sehr dankbar. Ich glaube, wir können uns bei weitem nicht beklagen. Und dieses Bankerl da, das schaut jetzt plötzlich sehr verlockend aus, das zieht ja wie magnetisch an. Das kann doch was, oder? Und der Peter ist neugierig geworden, der schaut sich jetzt das Wild aus der Nähe an. Ja, dieser schönen Höhe müssen wir leider adieu sagen, weil sich inzwischen zu sehr ins verschlechternden Wetter und so einen schönen auffrischenden, sehr kühlen Wind. Und die Grödel, die brauchen wir gerade nicht. Und der Schnee ist ganz leicht pappig geworden. Es kommt uns sogar jetzt zugute, nur aufpassen, dass er im Untergrund hält. Also, der Peter hat mich ganz übermotiviert abgehängt, hat sich da im Zielschuss einen uneinholbaren Vorsprung herausgeholt. Aber wir haben jetzt jedenfalls wieder den Abstieg sicher geschafft und werden jetzt einmal schauen, dass wir uns einen anderen Rückweg suchen, nämlich über den Sattel da drüber. Geißstein, gell? Wirklich mit Stein, ist ja unglaublich. Und mit Geißen auch, einfach Steingeißen. So. Eine Steilkurve, ja, da war eine historische Bobbahn. Ja, der Mann hat noch Energien. Ja, dafür, dass das da oben so ein imposanter Gipfel war, gibt er sich mit seiner Wand hier ziemlich zugeknöpft. Kann man nur erahnen durch den Wald, da hätten wir weiter oben bleiben müssen, eine Forststraßenetage höher. Ja, Hintergittern, das hätten wir doch heute schon mal gehabt.
Ja, dieses Hindernis ist da unüberwindlich. Meine, man könnte natürlich aufkraxeln, aber eine verheißungsvolle Tafel. Schau, Überstieg 20 Meter. Das könnte jetzt interessant werden. Ja, der furchtlose Wandersmann, für den steht das natürlich kein Hindernis da. Ist aber was Neues. Also dem meinen es ernst mit, dass ich da kein Wild auskommen soll, gell? Na bitte. Ja. An dieser markanten Stelle wäre mein Versuch, der Vorstraße nach links zu folgen, weil rechts hinauf will man natürlich nicht. Da ist man aber jetzt genau dort, wo man auf einen Karrenweg einen alten abzweigt. Und der liegt da unscheinbar genau voraus. Ja, wir sehen, wir sind schon ziemlich nah an dem Tal. Es ist schon ziemlich wenig Schnee. Und da unten sind wir dann auch bald schon wieder in Furt. Inzwischen sind wir wieder auf der Asphaltstraße angelangt und haben nur ca. 500 Meter bis zur Kirche an den Parkplatz. Ja. Also da kann man schon fast Fazit ziehen, oder? Grandiose Tour. Also es war eine super Idee vom Platter, das zu machen. Und ich kann es nur jedem ans Herz legen. Ist sehr kurzweilig, aber es spielt ziemlich alle Stückeln. Und macht's das. Ihr werdet es nicht bereuen. Weiß, dass es wirklich ein Rundweg ist, haben wir uns extra nochmal vor dieselbe Kirche positioniert, nur die Sonne ist uns auf Handen gekommen. Das stimmt. Wir sind von einer schönen Tour wieder zurück. Ja, war ja? Unglaublich, war wirklich super. Ja, und da bleibt eigentlich nur mehr viel zum Sagen. Also ich bin Fred dabei und du bist? Peter von Ich am Weg. Ja, und vielleicht sichten wir es einmal bei einer anderen Tour. Auf jeden Fall. Jetzt müssen wir noch schauen. Wir sind ziemlich genau vor der Kirche, das schaut ja gut aus. Ich hoffe, der Hauber sieht gut. Bist du adjustiert? Ja, alles bereit. Dir ist bewusst, dass Einhörner mit Käfigen ganz schlecht umgehen können. Aber man kann sich damit behelfen, indem man sich einredet, dass die anderen Leute einfach ausgesperrt sind. Ohne Grödel bist du ein Blödel. Vielleicht ist das ja in Wahrheit ein Löwengehege und da kommt dann der Löwe. Männer werden 10 und dann wachsen sie noch ein bisschen. Genau. Magst du vor Achtung Kinder auch ein Selfie machen? Hat sonst schöne Augen gemacht, das Wetter. Und jetzt? Nix. Man darf nicht vergessen. Der Berg gehört erst dir, wenn du wieder im Tal bist. Sonst gehörst du dem Berg.